Moin moin und willkommen zurück zu Halo 5. Wir sind hier mit Team Blau unterwegs auf einem alten Blutsväterplaneten und wissen gar nicht, wo wir genau sind. Aber Cortana hat uns hier anscheinend gerade die Tür geöffnet. Und die Mission heißt auch Wiedervereinigung und die Aufgabe finden Sie Cortana. Mission 7. Neugierig, ich habe nie mit einer KI zusammengearbeitet. Jedenfalls nicht so wie du mit Cortana. Wie ist das, ständig ihre Stimme in deinem Kopf zu haben? Es ist einzigartig. Willst du mehr erzählen? Nein. Natürlich will er nicht mehr erzählen. Weiter geht's. Weiter geht's. Der Master Chief erzählt nicht gerne. Team Blau, weiter geht's. Waffen. Es geht einfach noch weiter nach oben. Wieder eine Konsole. Dasselbe Signal. Konsole aktivieren? Scheint, als sollten wir das. Das ist ein Signal, was Team Blau öfters benutzt hat, auch um sich zu koordinieren damals, auch in der Ausbildung. Das haben sie dann gepfiffen oder sowas. Ich kann mich gerade hier nicht rausbewegen. Mehr Aktivität um das große Gebäude. Chief, was passiert mit dem Gebäude, wenn wir die Konsolen verwenden? Weiß nicht. Die Blutsfilter muss wohl keine Gebrauchsanleitung hinterlassen. Wenn dieses Signal von Cortana stammt, führt sie uns direkt zu den Konsolen. Ihre Anweisungen waren in letzter Zeit nicht gerade zuverlässig. Wir gehen weiter. Finden raus, was hier los ist. Finden Sie Cortana, da ist es wieder eingeblendet. Und wie sind es jetzt unterirdisch? Einfach mal Fahrstuhl aktiviert. Ziemlich viele Pilze hier. Okay, das war's wohl mit unterirdisch. Da drüben ist noch ein Gebäude. Und da das große. Ein Hyperraumriss. Noch so einer. Ich frage mich, sind die Allianzler mit Ihnen hergekommen? Würde einleuchten. Alle Schiffe in der Hyperraumblase müssen durchgezogen worden sein. Okay, das macht Sinn. Das Allianzschiff, wo die drin vorstanden, war ja auch abgestürzt. Wir werden irgendwo hingeführt. Allerdings. Ziemlich hoch. Noch ein weiterer Wächter, ey. Meine Fresse. Das ist wieder ein Lift, da geht's noch weiter nach unten. Erstmal von der Brücke runter. Ich traue diesen Lichtbrücken nie. Videosequenz. Chief. Da. Ein Schakal. Wer hat das getan? Identifiziere dich. Ich bin der ewige Wärter und ich beschütze Cortana. Sie hat mich zu sich gerufen. Und da seid ihr gleich hergeeilt. Sie kennt deinen vergessenen Namen, wer du warst, bevor du 117 wurdest. Findest du es seltsam, dass deine getreue Begleiterin so viel für sich behält? Bring mich zu Cortana. Nicht so
Der hat also die ganze Allianz abgeschlachtet hier. Ist genauso ein gleicher Typ, den wir in der Folge, in der einen Folge als Bosskampf hatten. Auch wieder so einer. Derselbe ist es, denke ich mal, nicht. Den haben wir besiegt. Gibt also mehrere von. Neuer Kontrollpunkt. Du bist ihrem Ruf gefolgt. Warum? Was hast du vor, wenn du sie erreichst? Soll ich anfangen? Wenn du sie siehst, dann willst du... Ich will sie nach Hause bringen. Würdest du verstehen, wozu sie geworden ist, würdest du nicht so naive Begriffe wie zu Hause erwähnen. Dann gib mir nochmal Antworten. Was ist sie denn jetzt geworden? Der Wärter hat uns eben reingelassen und jetzt werden wir hier angegriffen von Prometheanern, ey. Mal die Drohnen wegmachen hier. Ich hab keine Munition mehr. Euer Vertrauen ineinander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verheißung. Wo ist sie? Keine klaren Antworten hier von dem. Genauso wenig klare Antworten, wie Cortana hier gegeben hat. Das sieht aber cool aus hier, das Gestein und so. Dieser Canyon. Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Na jetzt doch! Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Die anderen Erschaffenen, es gibt mehrere. Meint er damit noch mehr KIs, die jetzt verändert wurden in Halo 4 durch diese ganze Digitalisierung, die da vollzogen wurde? Ich will Antworten haben. Gib mir Infos. Oh, der war schön. Alter, ich baller mich die ganze Zeit hier leer mit jeder Waffe. Nimm mal die hier. Ah. Ich komme hier nicht hoch mit der Waffe. So, jetzt ist die Waffe oben, jetzt komme ich nach. Bleib ja da oben. Der lebt noch. So. Ich denke mal, der kommt auch gleich wieder als Bosskampf, der dicke Wärter. Immer noch die Aufgabe, finden Sie Cortana. Die muss ja irgendwo sein. Ich will mal gucken, ob das... Wie schwerer wie er mehr Munition hat. Ein mehr. Naja. Ach, kacke. Jetzt komme ich doch hier wieder nicht hoch. Oder? Doch, die Waffe. Bleib. Ich kann die Waffe noch oben packen. Oder auch nicht. Pack die Waffe nach oben. Na. Gib mir mal einer von euch die Waffe hoch. Ach. Kein Verlass auf die KI heutzutage. Deine Zeit ist vorüber, Kriegerin. Deine Schlacht geschlagen und beendet. Diese Waffen werden dich nicht treffen. Überwältige ich sie! Okay, jetzt Bosskampf gegen ihn und andere Prometheaner, ey. Springer haben die auch noch hier, Alter. Harte Stelle. Du kämpfst für eine Welt, die bereits verloren ist.
gestickt und der hat ihn auch zerlegt. Da unten noch. Wow, wow, wow. Gib mir mal Rückendeckung. Da unten. Wer blendet mich denn hier die ganze Zeit, ey? Boah, das ist der Dicke, der schießt. Der Wärter, ey, mit seinen dicken Geschossen. Guck dir das an hier. Nee, da unten ist ein Springer und er ist da hinten. Mann. Erstmal der Springer weg. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, er hat neue gespawnt. Mit Drohnen. Alter, das war der Springer von da links oben. Oh. Den wollte ich doch ausschalten. Jetzt sind meine Waffen wieder leer. Du kämpfst für eine Welt, die bereits verloren ist. Du doch genauso. Deine Welten hier, die sind so alt. Hier war schon lange nichts mehr los. Erstmal Springer hier ausschalten. Konzentriert euch auf den Spreng. Jawohl. Komm, komm, komm. Ein bisschen noch. Leute, schießt mit drauf. Okay, einer weg. Er hat eine Waffe fallen lassen. Oh, das ist die Springerwaffe, mit der er mich eben getötet hat. Sag mal neu. Oh, Alter, habt ihr die Kugel gesehen? Was eine krasse Kugel, Alter. Schnell, schnell. Danke. Oh, das ist die Schrotflinte. Ich hab den Schaden gemacht. Ich hab den Schaden gemacht. Ah, Plasmagranaten steckt da weg. Komm, 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 komm. Leer. Ah, ich brauch Munition. Hier sind wieder Waffen. Haben wir hier die und das. Okay, nehmen wir die. Jetzt hat er ein Schild vor sich. Wir verlangen nicht mehr als eure Unterwerfung. Oh, es ist ja nicht viel, Unterwerfung zu fordern. Das ist ein faires Angebot. Jawohl, Headshot. Ja, dann komm noch her, du feige Sau. Gestiegt. Nein, 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 nein. Bleib mir davor. Oh, bleib mir dann mit deinem Schwert weg hier. Ich hab kein Leben mehr. Zukunft ist gewiss. Die Eure ist beendet. Wo ist der? Wo ist der hin? Jawohl. Ja. Nix hier, ne? Ein paar Headshots und der fällt schon auseinander hier. Ewiger Wächter. Für den Arsch. Neue Muni. Ne, die Waffe war eigentlich noch ganz gut. Puh, die anderen sind aufgelöst worden, als wir ihn vernichtet haben. Alter! Nein, da ist noch ein Springer. Der hat mir fast den Rücken geschossen, ey. Ich war schon so fertig mit der... Ah, Shotgun.
Und die Schwachstelle an seinem Rücken. Chief, hallo? Cortana. Cortana. John, du hast es geschafft. Meine Güte, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Wo sind wir? Du bist auf einer Blutsväterwelt. Bezeichnung Genesis. Genug herumgestanden. Ich kümmere mich um die Brücke. Der Wärter wird bald zurückkehren. Du kennst ihn? Oh ja. Seid gewarnt. Er verfügt zwar über nur einen Verstand, aber Millionen von Körpern. Der Chief sagte, du wurdest zerstört. Nachdem ich John das letzte Mal sah, wurde ich in den Hyperraum gezogen. Dort fand ich Zugang zur Domäne, einem System der Blutsväter, das die ganze bekannte Galaxie bedeckt. Wie kannst du noch aktiv sein? Der Wahnsinn. Die Domäne zu betreten, diesen Ort zu berühren, es hat mich geheilt. Es ist wie ein Jungbrunnen für KIs. Wie kommen wir zu dir? Durch das Tor. Das große Gebäude mit der Lightshow. Du hast schon den Großteil der Aktivierungssequenz ausgelöst, wie ich es mir gedacht habe. Bleibt noch ein Teil. Cool. Da hat sich Cortana ja wieder normal angehört. Ganz normal, auch die gleiche Stimme wieder. In der Vision hatte sie sich komplett anders angehört, aber jetzt eben auch ganz normal, auch wie sie so drauf ist. Wir sind auf Genesis. Und sie wurde geheilt von ihrem Wahnsinn. Ich habe das ja schon mal angesprochen, KIs werden so programmiert, dass sie eigentlich nur eine Lebensdauer von 7 Jahren haben. Und Cortana hatte diese Zeit schon lange überschritten. Sie hätte eigentlich von alleine schon sterben müssen. Und die werden halt wahnsinnig nach einer Zeit, die KIs, weil sie so viel lernen und der Kopf so voll ist und die explodieren dann. Und also der Kopf explodiert sozusagen, weil die so viel lernen müssen. Und sie wurde geheilt durch die Blutsväter-Domäne. Okay, also Leute, in der nächsten Folge geht's. Du bist schon ganz nah. Beeilung. Ja, in der nächsten Folge, mein Schatz. Also in der nächsten Folge gehen wir da rein zu Cortana. Also Leute, bis zur nächsten Folge von Halo 5 auf meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, es war okay für euch, dass ich eben hier rumstand, um mir das Gespräch anzuhören. Aber ich finde die Story cool. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.